Hey Leute, willkommen zu einem neuen Video hier auf Animani und heute gibt es endlich mal wieder eine One Piece Box, nämlich die Box 14. Viel Spaß! Ja, es gibt wieder eine 3 für 2 Aktion, Leute, und da habe ich natürlich zugegriffen, diesmal nur bei One Piece. Zwei sind schon auf dem Weg. Oder zwei sind auf dem Weg, sage ich schon. Zwei sind natürlich schon da. Und einer kommt noch morgen anscheinend an. Ich habe jetzt Box 14, 15 und 17 bestellt, weil 16 leider nicht drin war in der Aktion. Anscheinend. Ist aber auch kein Thema, die werde ich mir eh noch holen. Also keine Sorge, wird auf jeden Fall auch noch auf diesem Kanal kommen. Muss ich natürlich auch noch holen irgendwie, ne? Das wäre ja sonst blöd für mich. Ja, aber heute geht es um die Box 13. 14. Und ja, dann gucken wir uns die mal an. Ich hoffe, das geht wieder mit den Lichtverhältnissen. Wie gesagt, ich finde leider keine andere Zeit dafür. Und ja, ich kann es auch gerade nicht anders aufnehmen. Deswegen, ich habe auch keinen Bock, die Matte zu holen, die Yu-Gi-Oh! Matte. Entschuldigt mich dafür wirklich. Naja, wir haben auf jeden Fall noch, wir haben immer noch 4 zu 3 Format, 875 Minuten, wenn sich die Kamera scharf stellen würde. Und natürlich wieder ein Booklet dabei. Man kennt ja die One Piece Boxen. Sind aber auch immer schön anzugucken. Leider immer das mit der Pappe. Ja, ich weiß nicht, das ist immer so eine Sache. Ich fände das cool, wenn es dafür irgendwelche Cases geben würde. Ich habe mir mal überlegt, einfach so Frischhaltefolie zu nehmen und die dann drin einzupacken. Aber ich glaube, das ist jetzt nicht so das Beste, glaube ich. Ja. Ah, Leute, wenn euch die Videos irgendwie nicht so gefallen oder wie auch immer oder ihr Mängel habt oder so, schreibt es in die Kommentare, vielleicht kann ich es dann echt verbessern oder so. Ne? Immer Bescheid sagen, als wenn ihr es einfach lässt und sagt, ne, die Videos gefallen mir nicht, Deabo, sagt mir einfach Bescheid und dann, ja, kann ich ja irgendwas dagegen tun, hoffentlich. Gut, hier haben wir diesmal Ruffy an der Seite. Schieben wir das Ganze auf, die fühlt sich anders an, oder? Die fühlt sich, also kommt mir vor, als würde sich echt anders anfühlen. So, hier nochmal ein schönes Motiv. Mal das mal auf. So. Gucken wir uns erstmal die DVDs an hier. Ich brauche ja nicht den Hintergrund zu zeigen, weil da ist jetzt nichts Besonderes. Sind auf jeden Fall schöne DVDs, schön gestaltet. Ich weiß nicht. Ich glaube, ich packe das kurz an die Seite, sonst stellt die Kamera sich vielleicht nicht scharf. Ich glaube, ist es nicht das gewesen? Genau, ich glaube, das war das Booklet, was ich ja bei der Box 9 oder so drin hatte. Ich hatte ja bei einer Box leider dasselbe Booklet drin. Ja, das ist das Booklet. Ja, keine Ahnung, das war richtig komisch. Machen sie, glaube ich, auch immer, ne? Diese komplett, also so ein, ja, so ein kleines Mini-Poster machen sie auch immer rein. Dann natürlich die Folgen. So ein bisschen rein, was da so passiert, glaube ich. Und nochmal ein schönes Bild hier. Ja, das war's auch schon. Ist immer ganz zügig mit den One Piece Sachen. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich denke, am Wochenende kommt vielleicht auch nochmal was anderes. Ich überlege noch ein Tool of Ru oder ein Shop-It-Video zu machen. Keine Ahnung, ob ich das hinkriege. Wird man dann sehen. Checkt auf jeden Fall auch mal meinen Instagram-Account ab. Da poste ich fast regelmäßig immer wieder Bilder und also Bilder, wie ich von den gezeichneten Sachen, die ich habe. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen, wenn ihr das einfach mal abchecken würdet. Und abonniert natürlich den Kanal, damit ihr keine weiteren Folgen mehr verpasst. Und gebt natürlich einen Daumen nach oben, wenn es euch gefällt. Und einen Daumen nach unten, wenn es euch nicht gefällt. Dann schreibt mir aber auch bitte in die Kommentare rein, was euch nicht daran gefällt. Das würde mir auf jeden Fall weiterhelfen. Super. Dann bis zum nächsten Mal. Ich freue mich drauf. Haut rein. Ciao.